Als wir nach Berlin kamen, stellten uns Jochen und Wladimir ihre Choreografie zunächst vor. Die hatten sie zuvor erarbeitet und dafür unser Drehbuch als Grundlage benutzt. Dann haben wir einfach noch ein paar Ergänzungen hinzugefügt, machten ein paar Kürzungen, Erweiterungen und legten den Ablauf als Fundament fest. Now you follow him, right? Wow. Okay. Zweitens. Als nächstes kamen Lea und Erik dazu und lernten die Grundlagen des Stockkampfs. Sie lernten dann verschiedene Bewegungen, Angriffssituationen, Abwehrreaktionen, Drehungen und alle Grundlagen, die nötig waren. Diese einzeln erlernten Techniken wurden dann auf unsere Choreografie übertragen, also wer springt wohin, wer greift wie an, wie wehrt man ab, etc. Als das am zweiten Tag dann einigermaßen einstudiert war, wurde das dann immer wiederholt und nochmal wiederholt und wir passten noch ein paar Feinheiten und Kleinigkeiten an. Um die Gegebenheiten des Felsenmeers in dem Trainingsstudio halbwegs nachbauen zu können, haben wir dann verschiedene Kisten und Hindernisse aufgebaut, über die die beiden dann klettern oder springen mussten. Am Set waren unsere Koordinatoren natürlich auch mit dabei und haben alles überwacht und für die nötige Sicherheit gesorgt. Darsteller mussten hier von Felsen zu Felsen springen. Wir mussten immer auf gutes Schuhwerk achten. Wir mussten immer darauf achten, dass sie sich natürlich nicht verletzen. Das ist unser Hauptanliegen eigentlich. Safety first heißt es bei uns. Wir haben dann natürlich mit Matten gearbeitet, dass sie sich auch sicher fühlen. Wir haben sie auch begleitet, sie auch an der Hand genommen, wenn zum Beispiel nur Shots auf irgendwelchen Füßen waren, dass wir nicht in der Kamera waren, also dass sie sich sicher gefühlt haben. Aber es ist natürlich eine außergewöhnliche Location. Also so ehrlich gesagt, ich habe auf so einer Location noch nicht gearbeitet. Und wir haben auch gerade bei Drehschluss gesagt, das war wirklich ein Hammer-Drehtag. Und wir haben alle Shots untergekriegt und sind darüber sehr happy. Meine neueste Attraktion, ein echter Kannibal aus der Südsee. Ich komme aus dem Kaiserreich Abyssinien. Der einzige Sonderling in deiner Sammlung, das warst immer du selbst. Du wirst nie wieder in seine Nähe gehen und nie wieder ein Wort über die Mexen. Ich lass mich doch nicht für einen Halbaffen zum Gespött machen. Lass uns hier treffen. Montag, Mittag. 4 Tage. 4 Tage.